Hallo Freunde, analoge Unterhaltung und willkommen zu Hunter und Kron und zu einem Spezialankündigungsvideo. Deshalb sage ich auch gleich, die News von heute, die werden sich ein bisschen verschieben. Ich will bis Ende der Woche noch eine News-Folge machen, aber ich kann es nicht genau versprechen, wann. Und ja, was wir hier verkünden ist, ihr seht schon, hier steht ein Escape the Room Spiel. Es kommen ja mehrere auf die Spiele in Essen raus. Das hier ist jetzt das von ThinkFun, ist noch die englische Version. In Essen wird es auf Deutsch rauskommen von HCM Kienzel. Und ja, das Video ist eine besondere Ankündigung von uns, wieder eine Premiere. Wir werden das allererste Mal Erklärbären. Ja, für mich ist es wirklich die totale Premiere. Warst du schon mal Erklärbär? So offiziell, also ich bin permanent, ja, du bist permanent Erklärbär. Ja, okay, gut, aber das nur ist was anderes. In unseren auf privaten Messe. Runden. Nee, ich war noch nie auf einer Messe Erklärbär. Ja, wir sind Erklärbären, allerdings natürlich nicht die ganze Zeit, sondern wir sind an den 4 Messetagen jeweils 2 Stunden, also Wechsel, 1 Stunde Hunter, 1 Stunde Kron, Erklärbär am HCM Kienzel Stand für Escape the Room, beziehungsweise für die Demo von Escape the Room, Geheimnis der Sternwarte. Genau, es wird nämlich nicht das Spiel hier gespielt werden, sonst würde man ja schon alles kennen, weil ja, es ist halt ein Escape-Spiel, also man rätselt sich da so von Anfang bis Ende durch und dann kennt man natürlich die Rätsel, sondern ein speziell halt auf ein Demo-Erlebnis zugeschnittenes, anderes, kürzeres Spiel, das natürlich so Rätselmechaniken benutzen wird, denen wir hier auch im fertigen Spiel begegnen werden, aber dass man da halt noch nicht gespoilert wird, wenn man dann da Bock drauf kriegt in der Demo-Runde, dass es dann immer noch eine überraschende Sache ist. Das ganze Spiel. Die Story wird auch ein bisschen angeteasert. Wir konnten diese Demo, das ist ganz cool gewesen, auf der GenCon schon sehen. Also die englische natürlich von ThinkFun. So ähnlich wird es auch in Essen sein. Noch ein bisschen schöner tatsächlich. Es wird eine ganz coole Mischung sein aus dem Spiel oder Elementen des Spiels, die an das Spiel quasi angelehnt sind, und einem richtigen Escape Room-Gefühl, weil das ist eine richtige gebaute Kulisse, die quasi auch abgeschlossen ist. Man ist dann wirklich in einem Raum drin. Und muss da quasi auch entkommen. Und der Raum spielt auch mit. Die Rätsel sind im Raum quasi angebracht. Das ist eigentlich echt eine ganz coole Mischung. Und wir werden moderieren. Wie gesagt, das Ganze läuft. Die Messe macht hier um 10 auf. Von 10 bis 18 Uhr gibt es alle halbe Stunde also eine Demo-Runde. Also 17:30 startet dann die letzte Demo-Runde. Gibt es Demo-Runden am HCM Kienzel-Stand. Ich muss ehrlich sagen, natürlich Hallennummer und Standnummer habe ich jetzt vergessen. Aber ich blende es einfach jetzt mal hier unten ein. Und wir, wie gesagt, sind jeweils eine Stunde da und zwar immer von 11 bis 12 Uhr bin ich eine Stunde dran und dann 12 bis 1 Uhr Kron. Genau. Und ihr könnt euch für diese Demo-Runden anmelden auf unserer Homepage, sowohl die mit uns als auch die normalen. Den Link findet ihr einfach unter der Beschreibung, was ganz cool ist. Es wird eine Art Highscore-Wertung geben. Jede Gruppe, die eine Demo macht, wird die Zeit gestoppt bekommen und es wird dann aufgeschrieben und der Tagessieger, die beste Gruppe, die können was gewinnen, nämlich einen Gutschein für ein Vorab-Exemplar des zweiten Falls, was noch gar nicht rausgekommen ist. Auf der GenCon haben wir schon ein Plakat stand gesehen. Auch nur eine Schachtel. Es gibt einen englischen Titel schon, aber es kommt demnächst auch auf Deutsch. Und ja, ihr bekommt dann ein Vorab-Exemplar noch vor der deutschen Veröffentlichung. Wenn ihr es schafft, die schnellste Gruppe zu sein. Das ist ganz cool. Ja. Das war noch nicht ganz alles, weil unabhängig von diesen, sagen wir jetzt, normalen Demo-Runden wird es 2 ganz spezielle Demo-Runden geben. Und zwar gar keine Demo-Runden. Eben keine Demo-Runden, sondern 2 Runden, wo doch wir komplett von Anfang bis Ende mit euch hier dieses Abenteuer durchspielen wollen. Und es findet statt am Donnerstag und Freitag? Genau, am Donnerstag und am Freitag, um jeweils 14 Uhr. Das dauert ein bisschen länger, da müssen wir so 2 Stunden einplanen. Es ist ja auch das ganze Spiel. Und es gibt zwei weitere. Und es gibt zwei weitere Besonderheiten, denn wir werden das Ganze auch aufnehmen. Also wir werden einen Film draus machen. Kein richtiges Let's Play. Das wäre auch wiederum nicht besonders sinnvoll, würde man ja auch alles verraten. Sondern es wird so eine Art Trailer werden. Der wird natürlich auf Hunter und Kron veröffentlicht werden. Er wird aber auch für die Produktpräsentation verwendet werden. Da müsst ihr natürlich eure Zustimmung geben. Aber ihr kriegt auch ein tolles Dankeschön dafür, denn alle 8 Leute, es sind 2 Gruppen, 4 Leute, eine am Donnerstag, eine am Freitag, die da mitmachen, kriegt jeder einen Gutschein für das zweite Abenteuer. Und, das finde ich fast am coolsten, es findet statt in der Neuheitenschau, also in der Kulisse, die quasi in der Neuheitenschau aufgebaut ist. Das ist ein spezieller Bereich, der von der Messe getrennt ist, wo eigentlich nur Pressevertreter rein dürfen, die sich dann alle Neuheiten einfach so mal kurz
aufgebaut angucken können. Und ja, wir haben so eine Art Sondergenehmigung für euch erwirkt, dass ihr da rein dürft, wenn ihr mit uns diese zwei Partien macht. Also wie gesagt, es sind nur 8 Plätze. Auch dafür könnt ihr euch anmelden, auch da unten im Link. Und ich gucke mal, wie das Interesse ist. Natürlich müsst ihr auch Zeit haben dafür, jeweils eben 14 bis 16 Uhr, entweder am Donnerstag oder am Freitag. Und ja, wenn mehr Anmeldungen sind als Plätze, dann würde ich so am Freitag eine Verlosung machen. Ich bin ja wirklich mal gespannt, ob es einer Gruppe unter meiner Erklärbärleitung gelingen wird, in Bestzeit aus dieser Sternwarte wieder rauszukommen. Ja, so ein kleiner Wettstreit ist auch dabei. Ja? Ja. So, ob es eine Kronengruppe schafft oder eine Huntergruppe. Natürlich wäre es eine arge Schande, wenn es dann eine Gruppe schafft, die wir nicht angeleitet haben. Oh. Da müssen wir halt unser Bestes geben. Aber wir dürfen ja auch nicht spoilern. Nein, wir dürfen nicht spoilern. Natürlich wissen wir natürlich, das ist, also ich hoffe natürlich, die anderen Erklärbären, die dann die restlichen Demo-Runden machen, halten sie auch dran und geben dann nicht einfach wild Tipps. Nee, so, natürlich hier. Ist es... 5 Euro. Was hast du da in deiner Tüte für ein Spiel? Komm, gib mir das mal. Dann sage ich dir, wie das Rätsel hier zu lösen ist. Ja, nee, also wer da Lust auf die Sache hat, meldet euch an. Und überhaupt ist dieses Jahr ja mit einer ganzen kleinen Welle an Escape Games zu rechnen. Also alle Escape the Room Fans werden dieses Jahr mit Sicherheit auf ihre Kosten kommen. Ich freue mich drauf und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens auf das Spiel. Genau, und wer es nicht schafft auf die Spiel, Escape the Room, jedenfalls das hier, wissen wir, wird auch auf der Spielwiesen in München und auch auf der Spielemesse heißt sie, in Stuttgart vertreten sein. Wir sind da leider nicht da. Ja. Ist eigentlich, Schade, eigentlich die alte Heimat, ja, aber wir schaffen es leider. Ja, das ist mir auch völlig unbekannt, aber ich glaube, die haben sich umbenannt. Das ist nicht so früher anders. Ja, auf jeden Fall, da ist auch der Escape the Room Demo-Stand auf diesen beiden Messen. Also falls ihr dort seid, könnt ihr auf jeden Fall auch, habt ihr auch die Möglichkeit, da zu spielen. Ich vermute, dass es da vielleicht auch so eine Art Bestenliste gibt, wobei, ich weiß nicht, ob da mehrere Tage läuft. Waren jetzt beide Termine, die du gesagt hast, nach der Spiel? Ich glaube, es sind beide nach der Spiel. Das wäre gut. Nicht, dass da eine Gruppe und dann, wir haben die Rätsel in 3 Minuten. Nein, die sind beide nach der Spiel. Nein. Ja, von daher, wie gesagt, meldet euch an auf der Homepage. Ich hoffe, ich kriege das alles hin mit den Zeiten und so weiter. Ansonsten mailen wir euch einfach zurück, wie es aussieht, ob es schon voll ist, ob es vielleicht einen Ausweichtermin gibt. Und ansonsten, ja, kommt an unserem Stand vorbei, an unserem jetzt, Halle 2, E106, da weiß ich die Nummer. Hm. Und da kriegt ihr auf jeden Fall auch, könnt ihr auch Bescheid kriegen, ob es zum Beispiel noch freie Plätze gibt, wenn ihr euch spontan entscheiden wollt, noch eine Demo mitzunehmen hier von Escape the Room. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr mitmacht und wir freuen uns, wenn ihr Lust habt, mit uns diesen Film zu machen. Ja, das wird, glaube ich, ganz cool. Alex wird Kamera machen. Und ja, wir werden euch schön anleiten. Also ich bin auch gespannt, es fängt einfach an und wird echt schwer. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, am Anfang denkt man so, ach komm. Und dann, ne? Wir werden es schon sehen. Also bis dann, wir sehen uns hoffentlich auf der Spiel oder sonst hier auf dem Kanal. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.